Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen hier auf der Karte Bjornholm. Wir spielen, ja, Bjornholm vom Sonntag. Sollte eigentlich am Sonntag kommen und ich hab's total verpeilt. Es gab ja Videos, ne? Dann habe ich die nach mir, als ich dann mit einem fertig war, dann irgendwie uns dann draußen hingesetzt, meine Freundin und ich, und haben irgendwie uns unterhalten, dann fiel mir das wie Schuppen von den Augen irgendwie, dass ja Sonntag ist und die Bjornholm fehlt. Also Entschuldigung nochmal dafür, das sollte echt nicht passieren. Und ja, deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen es wieder gut und machen heute zum Mittwoch ausnahmsweise eine Folge. Und am nächsten Sonntag sollte es dann wieder klappen, planmäßig dann mit zwei Folgen, ne? So, pass auf, ich muss jetzt mal gucken nach einem Kurs. Wir haben ja jetzt hier... Was haben wir denn jetzt? Das ist ja Feld 37. Ich fahre hier irgendwas drauf. 10 Meter Gülle. Also die Strecken sind eh alle doof. Also hier zwei Vorgewände, ne? 37. Ich meine, das könnten wir eigentlich nehmen. Das müsste eigentlich auch gehen, wenn ich jetzt den mal lade. Haben wir denn 10 Meter? Wir haben... Ne, warte mal, du musst jetzt so... Schneidwerke. Wir haben 10,50 Meter sogar. Ja, das wird passen. Ja, super. Also, Feld 37, 10 Meter, zwei Vorgewände. Das startet mittendrin. Was ist denn das für ein Scheiß? Sorry, wenn ich das so sage. Oder ist es da hinten der Start? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, ne? Weil dann ja beide Strecken an. Nee, eigentlich müsste es da. Das ist Stopp. Da geht's los. Gut, dann drehen wir nochmal um. Fahren wir den guten Big X da hinten hin. So. Ich muss leider hier mal reinfahren, hilft ja nichts. Ich muss ja irgendwie einen Start haben. Okay. Der soll gleich selber hinfahren, aber ich muss noch mal... Und wieder mal Frucht zerstört, wie man sieht, ne? Ich muss noch mal gucken, ob das hier auch jetzt richtig eingestellt ist. Das ist ja... Feldarbeit. So, selbst abtanken ist ein bisschen schwierig. Was man hier machen könnte, ne? Würde auch gehen. Ich hänge hier Anhänger hinter, das würde funktionieren. Machen wir jetzt aber nicht. So. Ich sage zum ersten Wegpunkt bitte. Und stelle den guten mal ein. Gut. Kann sein, wir da ja noch ein bisschen nacharbeiten müssen. So, dafür brauchen wir natürlich den Traktor hier noch. Da fahre ich dann noch eine einfache Strecke ein. Man sieht ja aus. Aber naja, festmachen, mitten in der Ernte kannst du schlecht zwischendurch waschen. Ich staune gerade, wie sauber der Anhänger noch ist, da im Gegenzug. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas mit... Wir haben ja hier von hier oben schon mal das Ganze gemacht. Feld, aber nicht vom Feld 37, ne, denke ich mal. Einen Güllezubringer haben wir hier mal gemacht. Rüben-BGA neu, also... Weißt du, sowas hier zu speichern, ja, das ist doch Schwachsinn. Das ist, oder hier Test Silo. Woher soll ich jetzt noch wissen, wo dann die Strecke dann geht? Wo fährt er rein? Und, ja, komm weg. Also müssen wir jetzt blöderweise noch hier einen Kurs einfahren.
Machen wir es so, ich lasse erstmal hier so ein Teil wegnehmen und ich will es mich nicht, weil ich muss aufs Feld für die Strecke und das will ich jetzt nicht machen. Ja komm, trau dich. Den Baum hier ein bisschen ungünstig. Ja, das andere Feld ist auch fast soweit, ne? Okay, das soll erstmal reichen. Und dann fahre ich hier mal kurz ein. Ich könnte es auch anders machen. Ich muss jetzt wieder überlegen, wie geht das nochmal? Und wir machen einmal die kurze Variante und gut ist. Na, die kurze, schnelle, schmerzlose Variante ist folgende. So, wir nehmen erstmal den Kurs raus. Hat hier keinen drin. Das ist doch oder doch. So. Kursaufzeichnung beginnen. Wir wollen dann, das kann ich mal richtig einstellen. So. Kurs beginnen hier und dann fahren wir mal los. Feld 37, so mal ein bisschen vernünftig hier rausfahren. Also man kann das schlauer machen. Das ist jetzt wie gesagt das Einfachste, wenn man das jetzt so einfährt. Besser wäre es eigentlich gewesen, wenn man sagt, okay, vom Feld bis hier unten zum Punkt zum Beispiel, ne? Dass ich hier Stopp mache und von da dann weiter zum Silo, dann würden wir uns eine Strecke sparen, aber der... Nee, muss jetzt wieder zwei Strecken hier. Ich bin heute so lustlos. Nein, das Spiel macht mir Spaß, aber ich habe heute keinen Bock, Cosplay-Kurse kompliziert zu speichern. So, wir fahren nicht hier rein. Dann gehen hier rüber. So. Und dann fahren wir übers Silo drüber. Na, noch mal ein bisschen festfahren mit dem Radlader. Und dann geht es hier wieder raus und dann können wir da direkt hoch. Und das war's dann schon. Und noch speichern. Das war Silo 2, ne? Ja, doch. So, wenn ihr so Strecken einfahrt und ihr wollt dann später, dass mehr Fahrzeuge unterwegs sind, dann immer schön rechts fahren, damit die Cosplay-Fahrer sich nicht gegenseitig dann behindern, ne? Wird hier aber arg zu kämpfen bergauf, trotz dann einer riesigen Maschine, die er eigentlich hat. Ich hier voll auf dem Gas. So, den Stopppunkt gucken wir uns mal von außen an. Da geht's los. Und hier ist dann Stopp. Bam. So, das ganze Feld gespeichert. Feld 37. Feld 37. Excel. Silo 2. Na, da kann man sich dann schon eher was drunter vorstellen wie Test Silo. Da weißt du dann halt echt nicht mehr, was war denn das jetzt nochmal. Sowieso nochmal den Drescher. Ich mache hier im automatischen so nämlich immer gerne raus. Warum weiß ich auch nicht, aber das klappt immer nicht so gut. Und wir haben hier den Krone Big X. 67 Meter ist okay.
Und wir sagen, der Kurs beginnt am ersten Wegpunkt und stellen mal den Abfahrer ein und ich steige aus, weil es gibt manchmal auch Fehler, wenn man drin sitzt. Und lasst uns einfach mal überraschen, was er jetzt davon macht. Ich hoffe, er fährt nicht gegen die Bäume. Wenn er das tut, dann müssten wir dann doch die erste Runde fahren. Kann aber auch sein, so wie er es jetzt macht, er fährt erstmal eine Runde um Pudding. Das ist hier noch die Hörnemann-Strecke. Den Kühen geht es, glaube ich, soweit gut. Holz müssten wir nochmal wieder machen. Du warst fertig mit Düngen, oder? Ich glaube schon, doch, war. Der muss dann auch hier vom Feld. Hier ist noch alles gut. Hier werde ich mal das Silo zudecken. So, nicht, dass es noch vergammelt hier. Das wäre ja nun wirklich sehr schade drum. So, und der muss dann nochmal mit rüber. Da müssen wir nochmal die Gülle wegbringen. So. Und jetzt werde ich mal. Guck mal, da kommt er. Werde ich mal ein bisschen verdichten. Und wir können mal gucken, was die BGA. Ob die was braucht. Oder was reinfüttern müssen. Kann ich auch die Strecke so einfahren, dass man es jetzt ganz genau haben will, dass er auch über die Waage fährt, ne? Könnte man auch machen. So, ich warte mal kurz, dass er hier drüber ist. Und frag mich nicht, warum beim ersten Mal rast er wie bekloppt da drüber. Beim zweiten Mal dann gesittet. Das ist, glaube ich, hier 6 km/h oder so beim Abladen. Das ist echt komisch. So, wollen wir verdichten. Dass er auch hier wieder vernünftig hochkommt. Allrad rein. Die Anzeige. Und 76% verdichtet. Ja, es kommen immer wieder Fragen, hey, warum spielst du diese Scheißkarte? Und ich verstehe das nicht. Und erstmal, es ist halt eine Sonntagsserie, die ist halt so. Ne? Warum soll ich denn da jetzt noch kurz vor L17 die Karte wechseln? Und dann gab es so, hey, wenn dann Björn haben, dann noch wenigstens mal die modifizierte, die wir hier noch haben, mit Schnipp und Schnapp. Nee, wir haben ja gesagt, wir machen hier die Originalkarte und es gab damals auch eine Umfrage und ich habe euch ja auch gefragt damals, die sollte, glaube ich, hier nach 100 Folgen, hat man, glaube ich, gesagt, hören wir auf, ne? Und ja, ihr habt gesagt, nein, lass uns doch unsere Sonntagsfolge. Und so ist es dann halt auch geworden und das ziehen wir jetzt hier auch durch mit der Karte. Sie macht mir eigentlich auch immer noch Spaß und warum nicht? Man sieht es immer, ich hätte so gerne nochmal so ein Windrad, würde ich nochmal erreichen wollen. Ich hoffe, das klappt nochmal. Vielleicht müssen wir dafür dann nochmal die BGA nochmal hochschrauben. So, apropos hochschrauben, gucken wir mal eben, ob da noch was reingeladen werden muss. Das müssen wir ausblenden hier. Können wir noch eine Schaufel Rüben nehmen. Aber ich glaube, die ist voll hier mit 28.000 durchdrehende Räder. Ja, es kann jetzt sein, dass er jetzt dann doch gegen einen Baum gefahren ist. Was ich da vermutet habe. Ich gucke nochmal. Können es auch anders machen, ne? Nee, macht jetzt nicht. Ja. Da kann er jetzt nichts für. Müssen wir mal überlegen, ob wir das hier ums Feld herum nochmal abholzen, aber eigentlich mag ich auch diese Baumalleen. Und wenn du erstmal den, naja, obwohl für Cosplay ist immer scheiße, wenn du die Bäume hast. Auch wenn du jetzt 2 Vorgewinne hast, könnte das trotzdem noch eng werden, denke ich mal. Was machst du? So, jetzt geht's weiter. Und ich denke mal, na gut, wir spielen jetzt nur auf einfache Zeitbeschleunigung, aber ich denke mal, dass er vielleicht
dass es vielleicht sogar klappt, dass er dann, wenn er hier fertig ist, wir dann zum nächsten Feld rüber können. Das wäre natürlich schon eine klasse Sache, ne? Pass auf, ich stelle ihn jetzt nochmal ein. Naja, scheint gar nicht mehr. Ich wollte da nicht sofort abfahren machen, aber kommt dann gar nicht. Der Drescher, der ist da, wo es rauscht. Das muss ich ja noch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir ihn jetzt erstmal wieder finden. Weil hier vorhin. Ja, komm zu mir. Die fährt jetzt ab. Okay. Können wir es uns nochmal kurz angucken wegen der Geschwindigkeit? Würde ich gerne nochmal gucken, ob das jetzt klappt. Aber ich denke mal schon. Ich werde mich schon mal verabschieden. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, nächsten Sonntag geht es dann hier weiter. Heute Abend übrigens noch 22 Uhr kommt mal eine Nachtschwärmer-Folge. Lasst euch überraschen, was wir da als Thema haben. Wahrscheinlich ETS 2. Müsst ihr nicht mehr wieder machen. Ich war auch überlegen mit dem Fernbus-Simulator, ob wir den, weil wir da auch gerade nachts unterwegs sind. Aber ich weiß, dass einige von euch auch auf dem ETS warten. Und deswegen wird es wohl auch der ETS werden. Ne? Und Fernbus-Simulator steht aber diese Woche auf jeden Fall auch noch an. Also, macht's gut und sorry nochmal wegen letzten Sonntag. Also, ich, keine Ahnung, was das war. Ne? Manchmal werde ich auch nicht jünger. Vielleicht liegt es daran. Macht's gut, ciao.